Hey Leute und willkommen zurück zu Minecraft Leben. Und ja, in der letzten Folge haben wir uns ja schon ein wenig vorbereitet, hier mit so ein paar Tränken und auch Goldäpfeln, denn wir werden uns auf eine kleine, ja, Abenteuertour oder Abenteuerreise begeben, uns gegen einen fetten Endboss kämpfen. Welchen genau, werde ich noch nicht verraten, das werde ich spätestens dann in der nächsten Folge bestätigen, aber ich denke mal, das sollte jetzt schon eindeutig sein, denn das, was wir dafür brauchen, um diesen Boss überhaupt finden zu können, habe ich bereits in meinem, ja, in meinem Inventar, wie ihr seht. Ich denke mal, jetzt ist es sowieso schon eindeutig, ich werde es aber dann in der nächsten Folge auch bestätigen, Leute, also ja, könnt ihr euch da auf jeden Fall schon drauf freuen. Genau, was habe ich noch gemacht? Ich habe hier unter anderem noch ein paar Nether-Rack-Blöcke hier ins Inventar gepackt, da man die ja sowieso, ja, praktisch unendlich oft farmen kann, weil man den Nether ja immer zurücksetzen kann, und das tun wir ja auch in dem Fall. Deswegen habe ich mir die jetzt zur Auswahl genommen, dass wir uns da halt dementsprechend, ja, hochbauen können oder ein bisschen hin und her bauen können. Ist, denke ich mal, ganz praktisch. Genau, das Totem haben wir auch dabei, dass wir praktisch noch eine Chance haben, falls wir sterben sollten und nicht direkt sterben. Denn, ja, ihr seht ja schon, wir haben einiges an krassen Items dabei. Wäre natürlich tragisch, wenn wir diese auch verlieren würden. Ich schaue nochmal kurz, jemand in unserer Nähe? Nein, also alles super. Ja, Leute, dann würde ich sagen, begeben wir uns einfach mal auf die Reise und werfen einmal das Ender-Auge in die Luft. Und warten mal ab, wo uns das hinführt. Hat das gerade ein Geräusch gemacht? Wartet mal. Hört, das ist mir jetzt aber neu. Ja! Hä, wie cool ist das denn? Es macht einfach Geräusche. Das wusste ich gar nicht. Dieses kleine, dieses Bling, dieses leise. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade in der Aufnahme jetzt auch hört, aber es macht einfach Geräusche. Wie cool ist das denn? Ja, Leute, ich habe auch noch Wolle dabei. Die werden wir auch noch für einige Sachen benötigen. Na, das seht ihr dann aber auch erst in der nächsten Folge, Leute. Ich hoffe mal, dass wir halt erstmal unser Ziel heute auch erreichen werden. Ja, das ist, ich kann auch nicht abschätzen, wie weit es weg ist. Das wird uns dieses Ender-Auge halt verraten. Wir müssen dem jetzt hier einfach mal folgen. Aber es ist ja sowieso jetzt, denke ich mal, eindeutig, wo wir uns hinbegeben werden, Leute. Wird auf jeden Fall krass. Ach ja. Es ist auch gerade Nacht. Egal, sollte ja gleich wieder Tag werden. Ist ja logisch, nach der Nacht wird es Tag, Leute. Ich hoffe wirklich, dass es nicht zu weit weg ist. Wie gesagt, ich kann das gar nicht einschätzen. Oh Gott, es landet auf dem Baum. Ich kann das gar nicht einschätzen, die Entfernung. Es könnte jetzt halt wirklich am anderen Ende der Map sein, wo wir hin müssen. Ich laufe jetzt einfach mal ein Stückchen und dann werfe ich das wieder. Sonst sind wir hier noch eine halbe Ewigkeit am Rumlaufen. Ich bin auch gespannt, ob wir das wirklich überleben werden. Wenn ja, dann auf jeden Fall nice. Wenn nicht, naja, dann nicht so nice, ne? Wir haben relativ gute Items, deswegen, ich würde das auch liebend gerne gewinnen. Und nicht direkt verrecken. Na, warte mal. Oh, Essen habe ich dabei, ey. Ich dachte schon. Sonst hätte ich jetzt nochmal zurückgehen müssen. Genau, die Goldäpfel. Oh, seht ihr jetzt, das ist mir gerade eingefallen. Ich wollte ja noch OP-Äpfel mitnehmen. Da hatten wir auch noch zwei von irgendwo in den Kisten drin. Naja, egal, das schaffen wir schon. Ich weiß echt nicht, wie weit das weg sein soll. Ich hoffe, es ist nicht zu weit weg. Sonst werde ich das hier ein bisschen cutten müssen. Dass es da nicht zu lange nachher wird. Ah ja, es wird wieder Tag. Ja, Leute, es steht da jetzt auch das Aquatik-Update vor der Tür, ne? Das kommt jetzt auch bald raus, Leute. Einige haben auch gefragt, wie wir das, ja, machen werden, ich und der Screenfan halt, wenn das rauskommt hier mit dem Projekt. Oh Gott, ich werf's einfach mal hier durchs Baum, das Ender-Auge. Ja, wie wir das machen, wenn das Update rauskommt. Natürlich sind dann sowas wie Unterwasser, ja, Dungeons und so Unterwasser-Urin und, Urin, alles klar. Ruinen meine ich natürlich, und die ganzen Seepflanzen und sowas, was ja alles mit generiert wird dann, ist ja natürlich dann nicht in dieser Welt mehr vorhanden, weil die jetzt schon etwas älter ist. Die Fische, glaube ich, sollten trotzdem eigentlich im Wasser spawnen, also hoffe ich mal. Ja, wir werden auf jeden Fall diese Korallen, die kommen ja auch neu dazu, die werden wir dann wahrscheinlich, wenn die nicht so vorhanden sein sollten in der Welt, werden wir die so mit dem Kreativmodus hinzufügen, aber nur ein paar, dass man die dann, ja, fortpflanzen kann, sodass wir die dann eben auch zur Auswahl haben. Dann haben wir halt eben auch ein bisschen was vom Update. Wäre sonst doof, wenn wir da die neuen Blöcke nicht benutzen könnten.
Ich werde auch noch zu diesem Update, wenn das rauskommt, ein Review zu machen, Leute. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auch drauf freuen. Da werde ich das Ganze mal genauer unter die Lupe nehmen, das Ganze mal ein wenig anschauen. Und ja, wird auf jeden Fall nice, wenn das rauskommt, das Update, Leute. Ich freue mich auch schon übelst darauf. Da bin ich echt mal gespannt, wie das alles wird. Da gibt es ja auch dann eine eigene Schwimmanimation. Also, so wie ich das mitbekommen habe. Und diesen Dreizack, den kann man auch noch werfen. Ach ja, das wird schon geil, Leute. Also, es wird echt wieder ein richtig fettes Update nach, ja, relativ langer Zeit. Wir hatten ja schon ziemlich lange eigentlich nichts mehr so Besonderes jetzt bekommen. Ja, doch, da ist es auf jeden Fall schon was Krasses. Ich bin auch mal gespannt, ob die Bugs, die wir jetzt im Moment haben, auch gefixt werden. Also die meisten. Oder ob da jetzt einfach neue dazukommen. Ich hoffe mal, die werden dabei auch noch gefixt, weil die hauen ja ein Update nach dem anderen raus, aber die Bugs, die lassen sie. Zum Beispiel ist ja auf dieser Karte, gibt es ja immer zwei rosane Spieler. Ich kann das ja mal kurz zeigen. Ah, ich glaube, das sieht man nicht. Ich glaube, jetzt gerade sind hier nicht alle drauf, aber es gibt immer zwei Spieler, die in einer Farbe angezeigt werden. Und so kann man die dann immer sehr schlecht auseinanderhalten. Oder halt dieser Host hat das Spiel verlassen, Bug. Das ist ja, ich denke mal, den kennt mittlerweile jeder. Den kann man ja leider nicht entgehen, ey. Ich frag mich echt, wie man sowas schaffen kann. Wie sowas zustande kommt. Ich meine, alle anderen Spieler haben das ja nicht. Es ist ja wirklich nur hier in Minecraft irgendwie so richtig extrem. Der Host hat das Spiel verlassen. Und dann kann man einfach nicht in die Welt reinkommen. Anstatt die das lieber erstmal fixen, was vom Vorteil wäre, nö. Ach komm, hauen wir noch ein paar Updates raus. Ich habe ja nichts gegen die Updates einzuwenden. Da freut man sich natürlich mega drauf. Ich ja auch. Die sind natürlich auch richtig geil, aber ich finde, in erster Linie sollte man sich eher um die ganzen Bugfixes kümmern, als weiterhin Updates rauszuhauen und noch mehr, ja, Probleme damit zu verursachen. Also, da ist nicht wirklich ein Konzept hinter, finde ich. Naja, bin ich mal gespannt, was das so alles noch mit sich bringen wird, wenn das Update dann eben draußen ist. Ja, wir müssen aber schon nicht mehr quer ein Feld laufen. Also jetzt nur noch in eine Richtung scheinbar. Oh, hä? Hallo? Wo ist das Enderauge hin? Hallo? Oh, da, ich dachte schon, das wäre jetzt weg. Oh, nee. Dann wäre alles umsonst gewesen, hätte ich nochmal zurücklaufen können. Das war aber auch, glaube ich, mal so eine Zeit lang so. Irgendwie verschwinden die doch immer eigentlich direkt. Keine Ahnung, ist natürlich cool, dass man jetzt nur eins braucht, aber ich meine, das war sogar mal so, dass die Dinge auch verschwinden direkt, wenn man die einmal wirft. Dass man da irgendwie, keine Ahnung, wie viele mitschleppen musste. Ah, immer noch geradeaus. Ah, das mitten im Waldbiom zu werfen, ist jetzt nicht gerade so schlau. Zack. Ich hoffe auch, das Essen wird ausreichen. So klar, wir haben jetzt noch locker einen Stack Brote, aber wartet mal ab, wie schnell die weggehen. Vor allem im Kampf. Da rennt man immer sehr viel, da... Doch, da können die schon sehr schnell verschwinden. Bringt uns ja nichts, wenn wir gewinnen, aber dann, ja, ne, nichts zu essen haben. Nachher sterben wir noch am Hungertod, das wäre nicht so nice. Ich dachte schon, hier liegt Holz, ist aber nur ein Huhn. Ach ja. Oh. Aha. Aha. Leute, ich glaube, wir müssten jetzt da sein. Wir müssten jetzt da sein. Jetzt auf einmal fliegt es wieder zurück in diese Richtung. Okay. Aha. Leute, ich glaube, wir haben es gefunden. Ich muss ja noch mal kurz mein Grundstück gucken, dass da auch keiner hingeht. Wie gesagt, Leute, ist ja nicht erlaubt, auf andere Grundstücke zu gehen. Bitte respektiert das auch. Oh ne, jetzt regnet es. Egal. Wir werden jetzt gleich eh unter die Erde müssen, Leute. Ja doch, hier müsste es doch eigentlich sein. Och, ernsthaft? Oh Gott. Kommst du denn jetzt auf einmal hier, Alter? Ich glaube, wir müssen mal kurz uns nach oben bauen. Ey, dieses dumme Enderauge. Auf einmal bleibt das jetzt da oben liegen. Gott, ey, es gewittert sogar richtig. Also in Minecraft hier. Mit Blitz sogar.
Oh Gott, oh Gott. Wo ist denn das jetzt hin? Hä? Hallo? Hä, Leute, wo ist das Endauge hin? Das war doch noch gerade hier. Bin ich jetzt doof oder so? Hä? Leute, es war doch noch gerade hier. Ach komm, ganz ehrlich. Oh Gott, mir fällt gerade noch was ein, Leute. Oh Gott. Mir ist gerade noch was eingefallen. Oh. Oh, egal, wir haben schon mal die Stelle markiert. Wir hätten noch viel mehr von den Dingern mitnehmen müssen. Oh Gott, stimmt ja. Oh. Leute. Ja, nee, kommt. Ich werde es ja sowieso nächste Folge sagen, wo, gegen was wir kämpfen werden. Oder gegen wen. Ich hätte viel mehr von den Dingern mitnehmen müssen. Wir brauchen doch sowieso viel mehr davon. Ach, keine Ahnung, Leute. Ich würde auch mal sagen, ich beende die Folge erstmal hier an der Stelle. Nächste Folge werden wir uns, ja, werden wir uns auf den Kampf begeben. Also da geht es los, Leute. Ich werde nochmal zurück nach Hause müssen. Denn ja, wir hätten viel mehr von diesen Enderaugen mitnehmen müssen. Oh Gott. Bin ich ein Dulli. Egal, ich baue mich jetzt erstmal hier ein. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, Leute, wenn wir uns dann, ja, wenn wir mit dem Kampf beginnen. Bin auf jeden Fall schon echt gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Naja, Leute, dann würde ich sagen, das war's für die heutige Folge von Minecraft Leben. Vergesst wie immer nicht, beim lieben Screenfarm vorbeizuschauen, das Video zu bewerten. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal, ja, wenn es heißt Minecraft Leben. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.